So, wir haben ja soeben beim eBGP Lab ein bisschen gemerkt, dass das alles suboptimal ist, wenn nur die Border-Router irgendwie eBGP mit den ISPs sprechen, aber die Router intern sich gar nicht verständigen können über ihre vollständigen Routing-Informationen. Wenn ich die Local Prev da irgendwo setze auf dem einen Router, dann weiß der andere Router da gar nichts von. Wie der Max auch gesagt hat, selbst wenn ich das dann redistributiere in OSPF, da gehen die ganzen Sachen verloren. Deswegen sprechen wir jetzt über BGP und zwar in der Geschmacksrichtung IBGP. So, ich werde darauf eingehen, wofür man das verwendet, wie man das grundsätzlich verbaut, was ein IBGP Full Mesh ist und warum ihr das unbedingt haben wollt. Ja, was passiert denn, wenn man das nicht hat? Wie sieht die Routenauswahl dann aus? Der Algorithmus von soeben, der wird noch ein bisschen komplexer. Was Route Reflection und Configurations sind. Ja, legen wir mal los. Also, wofür verwendet man das? Das verwendet man dazu, um die Routen, die man per eBGP irgendwo gelernt hat, innerhalb seines Netzes weiter zu verbreiten. Das heißt, eure Router 3 und 4, die kannten jetzt ja gar keine Routing-Informationen, die von externen kamen. Wenn man jetzt eine IBGP-Session bauen würde, zwischen Routern 1 und 4 und 1 und 3 zum Beispiel, dann würde der Router 1 die Routen, die er von extern bekommen hat, an die Router 3 und 4 weitergeben. In dem Moment hätten die die ganzen Routen in ihrer Routing-Tabelle. Also grundsätzlich verwendet man IBGP, indem man Sessions aufbaut über die Loopback-Adressen eurer Router. Jetzt macht das doch alles viel mehr Sinn, warum ihr die habt. Die Idee ist, jeder Router, den ihr habt, muss mit jedem Router eine IBGP-Session bauen. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil jede per IBGP empfangene Route, also eine Route, die von einem Nachbarn kam, die dasselbe AS hat wie ich selber, wird nicht per IBGP weitergegeben. Warum ist das so? Weil, wenn man das weitergibt, es gibt kein Attribut, was da verändert werden würde. Und damit habe ich keine Loop Detection mehr. Das heißt, ich würde, wenn ich eine Route bekomme per IBGP und ich gebe die weiter an jemand anderen per IBGP, dann weiß der nicht, woher ich das bekommen habe, würde dem das wieder zusenden und der mir wieder. Und dann rotiert das ewig im Kreis, was auch zu Routing Loops führt. Und das ist halt der Grund, warum man Full Mesh braucht. Weil die Routing-Informationen sonst unvollständig sind. Das heißt, jeder Router muss mit jedem Router peeren. Und nicht nur die Router, die direkt nebeneinander stehen, sondern wenn ich zwei Router habe, die nur einen Weg über einen dritten Router in der Mitte haben, dann müssen diese beiden Router an den beiden Enden trotzdem eine IBGP-Session miteinander bauen. So ein Full Mesh, das bedeutet natürlich, wenn ich fünf Router habe, dann hat jeder Router vier IBGP-Sessions, nämlich mit allen vier anderen Routern in meinem Netz. Wenn ich 400 Router habe, dann habe ich 399 IBGP-Sessions auf jedem Router. So, und meine Gesamtanzahl, die geht quadratisch hoch von meinen IBGP-Sessions, die ich in meinem Netzwerk habe. Das skaliert nicht. Deswegen gibt es eine Ausnahme von dieser Full-Mesh-Regel. Das nennt sich Route Reflection. Da komme ich später drauf zu sprechen, wie man das einsetzt, wann man das einsetzt und warum ihr das vielleicht nicht einsetzt. So ein Full-Mesh. Das würde bei sechs Routern so aussehen. Das sieht im Freifunk Rheinland-Backbone exakt so aus. Da läuft ein Full Mesh. Bei sechs Routern lohnt sich das nicht, Route Reflection zu machen. Mit Route Reflection würde das. Wo ist denn die Slide hin? Ohne Momento. Wer hat die denn weggemacht? Gut, bleiben wir beim Full Mesh. So sieht das Full Mesh aus. Wenn wir das nicht hätten, gehen wir mal davon aus, wir haben sowas. Die schwarzen Linien, die ihr seht, das sind physikalische Netzwerkverbindungen. Diese roten Bögen hier, das sind IBGP-Sessions zwischen den Loopback-Adressen dieser Router. Der R2 mit dem R3 und der R1 mit dem R4. Es gibt zwei eBGP-Sessions zum globalen Internet. Gehen wir davon aus, da kommt eine Default-Route rein. Meinetwegen vom selben Upstream-Provider. Der Router 1, der empfängt diese Route und die kommt per eBGP rein. Die geht dann per IBGP weiter. Also eine Route, die per eBGP empfangen wird, wird per IBGP weiter announced. Eine Route, die per IBGP reinkam, wird nicht per IBGP weitergegeben. So, das heißt, der R3, der lernt jetzt diese Default-Route und da steht dran, Next Hop ist dieser Router R1. So, wie kommt er da hin? Die Loopback-Adresse von diesem R1, die hat der R4 in seiner Routing-Tabelle, weil die zusammen OSPF sprechen in diesem ganzen Netzwerk. Das heißt, dieser Next Hop wird rekursiv aufgelöst. Der Next Hop, der in der Route drin steht, die per IBGP kam, der Next Hop ist nicht
der R3, sondern der R1. Der R4 weiß deswegen, dass er zum R3 muss, um zum R1 zu kommen, weil das im OSPF so berechnet worden ist. So, das heißt, wenn der jetzt hier die Route dahin gar nicht hätte, dann würde er zwar die Route vielleicht empfangen, aber er hätte den Next-Hop nicht, kann den nicht auflösen und dann geht es auch nicht weiter. Das heißt, aller Traffic, den der R4 jetzt ins Internet jagen möchte, den schickt er an den R3. So, der R3, der hat aber nur eine IBGP-Session, nämlich mit dem R2. Das heißt, sein Next-Hop für alles, für seine Default-Route, ist der R2. Und dann fragt er den OSPF, ja, wie komme ich denn zum R2? Und dann sagt das OSPF eben ja über R4. Jetzt kommt da ein Paket vom R4 beim R3 an, weil für R4 ist R3 der kürzeste Weg ins Internet. Und R3 guckt sich das Paket an und sagt sich, jo, das ist meine Default-Route. Und der Next-Hop von meiner Default-Route ist R2. Wie komme ich denn zu R2? Na, über R4. Und dann schicke ich das Paket dahin zurück an den R4. Und dann guckt der R4 sich das an und sagt, ja, wo kriege ich das denn hin? Ja, meine Default-Route. Der Next-Hop für meiner Default-Route war doch R1. Wie komme ich denn zum R1? OSPF sagt R3. Dann geht das Paket wieder zu R3. Und das geht so lange, bis die TTL abgelaufen ist von dem Paket. Und ihr habt eine Routing-Schleife. Ja, die TTL hochdrehen, das wird es natürlich lösen. Nicht. So, die Lösung ist, dass der R4 mit dem R3 und der R4 mit dem R2 und der R3 auch mit dem R1 eine IBGP-Session baut. Dann haben alle die gleichen Routing-Informationen, alle haben dieselben Next-Hop ausgewählt, bis zu einem bestimmten Grad und können dann, wenn sie mehrere Exits haben hier, anhand der IGP-Metrik, also der OSPF-Metrik, können die berechnen, welcher der nächste ist und können den benutzen. Und das Paket kommt nicht zurück, weil im OSPF haben ja alle den kürzesten Weg berechnet, das ist ein konsistentes Bild, haben wir ja gestern besprochen. Dann ist das Problem gelöst. So, wie sieht denn dann die gesamte Entscheidung aus, wie ich eine Route auswähle? Das ist im Grunde der Algorithmus von soeben, der ist aber ein bisschen komplexer. Also erstmal bleibt wieder die Frage, ist der Next-Hop erreichbar? Gut, gehen wir mal davon aus, haben wir. Local Pref, nehmen wir den höchsten, gut, alles klar. AS-Path, kürzester AS-Path gewinnt. Die Origin, geschenkt. MED, gut, sagen wir mal, wir haben nur einen Nachbarn, oder wir haben verschiedene Nachbarn. Und jetzt kommt die Frage, gut, wie ist diese Route zu mir gekommen? Ist die per eBGP gekommen oder per IBGP gekommen? Und da wird eBGP typischerweise bevorzugt. Das heißt, bevor ich jetzt weiter gucke auf die weiteren Kriterien 7 bis 10, gucke ich mir an, habe ich die eine Route zufällig, ich hier auf dem eBGP vom Upstream bekommen und die andere Route per IBGP von einem meiner Router in meinem AS, dann gehe ich sofort zum Upstream ISP und schicke das raus. Das möchte ich dann intern in meinem Netz nicht mehr von A nach B karren, um das dann an einem anderen ISP zu geben. Gehen wir davon aus, ich habe jetzt nur IBGP-Routen, so wie hier unser Beispielrouter R3 zum Beispiel oder R4, die haben ja gar kein eBGP, weil die eBGP-Sessions, die terminieren auf R1 und R2. Dann stellt sich die Frage, ja gut, wie komme ich denn jetzt zum Next-Hop? Und da wird geschaut, zu welchem Next-Hop habe ich denn die kleinste Metrik? Warum habe ich mehrere Metriken? Wenn ich ein Full Mesh habe auf R3, dann bekommt R3 einmal die Default-Route von R1 und von R2. Jetzt hat er die zweimal da drin mit zwei verschiedenen Next-Hops. Und jetzt gucke ich bei dem Next-Hop, zu welchem von beiden Next-Hops habe ich denn die kleinere OSPF-Metrik? Und das dürfte in dem Falle, wenn man davon ausgeht, dass jeder Link hier eine gleiche Metrik hat, dann würde R3 zu R1 routen. Und zwar immer. Der R4, der würde sagen, ja gut, ich gehe dann immer nach R2. Und in dem Moment habe ich auch keinen Loop mehr. Weil der R3 sein Internet-Traffic nicht an den R4 schickt und der R4 nicht an den R3 ist, also dieser Link hier, der würde gar keinen Traffic, der zum Internet geht, befördern. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe immer noch die gleiche Metrik, ich habe zwei gleichwertige Pfade, wenn ich jetzt ECMP aktiviert habe, Equal Cost Multipathing, dann werden alle Wege, die gleich viel kosten, in die Routing-Tabelle installiert und dann geht so ein Flow hier lang und ein Flow hier lang und ein Flow hier lang. Wenn man das nicht aktiviert hat, dann geht das noch weiter, das ganze Spiel. Dann gibt es die Cluster-List, die kommt aber nur ins Spiel bei der Route Reflection. Hoppla. Was das genau ist, da komme ich gleich noch zu. Gehen wir davon aus, wir haben keine Route Reflection, dann fällt der Punkt 8 natürlich weg. Dann geht es mit der Router-ID weiter. So, der kleinste Router gewinnt, also der Router mit der kleinsten Router-ID. Jetzt habe ich immer noch zwei Sessions zum selben Nachbarn, zum selben Nachbarrouter.
bleibt nur die Nachbar-IP-Adresse über. Und dann weiß ich, wo geht's lang. Das passiert, dieser Routing-Auswahl-Algorithmus wird für jedes Präfix einzeln ausgeführt. Das heißt, wenn ihr die Full-Table empfangt, 575.000 Routen, das Ding da 575.000 Mal durch, wenn ihr die Routen empfangt. IBGP Route Reflection. So, das ermöglicht Ausnahmen von der Full-Mesh-Regel. Das heißt, dass eine per IBGP empfangene Route per IBGP weitergegeben wird. Aber das führt ja zu Loops, wie ich es eben gesagt habe. Und damit das nicht passiert, gibt es die Clusterlist. Das ist wie der AS-Pfad. Der gibt dann an, diese Clusterliste gibt an, durch welche Root-Reflektoren oder Root-Reflektor-Cluster, man kann die gruppieren und kann sagen, ich habe zwei, die bilden zusammen einen sogenannten Cluster, die bekommen eine ID. Und diese IDs, die werden an die Route mit dran geheftet, in die Cluster-ID-Liste. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Pärchen Root-Reflektoren habe und das eine Pärchen hat das bekommen, schickt das an den zweiten, da wird das zweite das vielleicht an den dritten geben und das dritte wieder an den ersten, aber dann sehen die sich selbst in der Cluster-Liste und sagen, ja, das kam ja schon von uns. Und dann ist die Loop gebrochen. So funktioniert das. Wenn man so einen Root-Reflektor konfigurieren will, setzt das voraus, dass man für Root-Reflektoren, also man pickt sich irgendwelche Router in seinem Netz und sagt so, ja, der soll jetzt mal hier einen Root-Reflektor machen. Da konfiguriert man die IBGP-Sessions zu bestimmten Nachbarn als Route-Reflektor-Clients. An den Clients macht man gar nichts Besonderes, außer dass man die anderen IBGP-Sessions abreißt. Man lässt nur die zu den Route-Reflektoren stehen. Man kann auch die anderen noch stehen lassen, wie man will. Also typisches Setup ist auch, dass man innerhalb eines Stadtnetzes ein Full-Mesh macht und dann zwischen den Städten ein Pärchen Route-Reflektoren immer hat. Also man hat in Frankfurt ein paar Router stehen, da sind zwei Route-Reflektoren und in Amsterdam und in London. Und dann sprechen die Route-Reflektoren, alle miteinander sind voll vermascht und innerhalb der Stadt sind alle voll vermascht. Innerhalb einer Stadt. Und dadurch spare ich halt eine ganze Menge IBGP-Sessions. Aber in der Größenordnung bewegt ihr euch typischerweise nicht. Deswegen erwarte ich nicht, dass ihr mit Route Reflection erstmal rumfuchtet. Ja, das sieht dann so aus bei einem 6-Router-Netz. Das hat aber auch ein paar Nachteile, deswegen machen wir das im Backbone bei uns nicht. Wenn wir jetzt da unten diese beiden Router als Root-Reflektoren betiteln würden. Also das hier, das sind IBGP-Sessions, das sind nicht die physischen Verbindungen. Ganz wichtig, das ist nur die Signalisierung der Routen. Das wären jetzt hier, sage ich mal, unsere Frankfurter Router. Wenn ich sagen würde, das sind unsere Route-Reflektoren und Düsseldorf spricht nur noch mit Frankfurt und Berlin spricht auch noch mit Frankfurt. Und Frankfurt kachelt uns ab, wie es ja passiert ist. Da wäre unser Netz gesplittet, da kämen Berliner Routen nicht mehr in Düsseldorf an, weil die Route-Reflektoren halt weg sind. Also robuster ist schon ein Full-Mesh, aber irgendwann geht es halt auch nicht mehr. Und solange man keine Route-Reflection braucht, sollte man das auch bitte nicht machen. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man diese Full-Mesh-Regel durchbrechen kann. Das sind sogenannte Confederations. Die Idee ist, ich unterteile meine AS in mehrere Unter-ASe intern. Dann sage ich, okay, Düsseldorf ist eine AS, Frankfurt ist eine AS, Berlin ist eine AS. Und zwischen den ASen gelten die ganz normalen EBGP-Peering-Regeln, die konfiguriere ich als ganz normale Peerings. Und nach außen hin muss ich sagen, ja, das ist eine Confederation und meine internen ASe sind X, Y und Z. Und nach außen hin tauchen meine drei internen ASe nicht auf. Ich kann auch innerhalb jedes einzelnen Sub-ASes wiederum Route Reflection benutzen, wenn ich ganz großes Netz habe. Allerdings gibt es ein paar Probleme, wenn man das benutzt. Oder es gab Probleme, weswegen das sich keiner großen Verbreitung erfreut, dieses Konzept. Nämlich, man kann mit BGP auch noch ein paar andere wilde Sachen machen, wie Layer 2, Layer 3 VPNs und VPLS-Dienste und so weiter und so fort. Und die haben historisch nicht funktioniert mit Confederations, weswegen die sich im ISP-Umfeld nicht durchgesetzt haben. Ich persönlich habe noch bei keinem Netz Confederations in Aktion gesehen. Never ever. Route Reflection is the way to go.